ist aus diesen netten Kerlen von vorn geworden? Man sieht von... Worum geht's? Du siehst aus wie ein Kämpfer, der weit rumgekommen ist. Ich brauche deine Hilfe. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist vor 2 Wochen aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Würdest du nach ihm suchen? Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich hab gesagt, Sohn, die Faröer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe. Fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders. Aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Bist du schon vergeben? Interessant. Biss- und Klauenspuren am ganzen Körper. Aber das sind Fressspuren. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Ein Bies. Er ist in seinen Bau geflüchtet, um seine Wunden zu lecken. Ich muss ihn aufspüren. Nur die Eingeweide wurden gefressen. Wählerisch. Hier ist kein Olwe. Vielleicht hat ihn der Bies weggeschleift. Ich sollte mich ein wenig umsehen.
Die Spuren führen in diese Richtung. Sie führen auf die andere Seite. Er ist da entlang, hat Bäume umgeworfen. Diesmal entkommt er mir nicht. Gelbe Tunika, das muss Olve sein. Ich habe die Jungs gerecht. Wenigstens das konnte ich tun. Lauf, Plätze!
Pass auf, wo du hintrittst. Pass auf, wo du hintrittst. Ich weiß es nicht. Sei gegrüßt. Hast du Nachrichten? Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem Bies getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Farö hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Jennifer auch nicht. Was Gerede über den Jungen angeht? Dona ist erst vermutet worden, nachdem er ist gelaufen. Mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Danke, Hexer. Es war einmal ein Monster. Da kam ein Hexer und das Monster war weg. Du haust Lugos die Visage ein und rennst dann hier einfach so rum? Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Wem hinterlasse ich mein Haus, wenn Thjalve stirbt? Wer setzt mein Erbe fort? Darf ich stören?
Ja, meine Gebete sind eh vergebens. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Das ist... Ein Netzdang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja. Der eingeritzte Name ist der von Tjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Ein Nitzdang, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Tjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Was ist das? Ein Frauenschal? Auffälliges Muster? Besonderer Geruch? Zu viele Gerüche. Ich kann meiner Nase nicht länger folgen. Ich muss wegen des Schals herumfragen. Die haben es ihm gezeigt. Haben ihm den Bauch aufgeschlitzt, das Kinderärmel rausgezogen und ihn um einen Baum rennen lassen. Bis die Leine. Ich hab zu tun. Die Gedärme, meine. Ach, das nennst du laufen? Brauchst du Hilfe? Sicher hat er einen Riesen. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ein Riesenkopf über dem Kamin. Was für ein Schmuck. Und was bedeutet sie dir, die Zauberin? Yennefer, nicht? Hallo. Du bist ein Hexer, nicht? Ja? Was willst du? Weißt du zufällig, wem dieser Schal gehört? Ja, natürlich. Jonna, unserer Kräuterfrau. Sie lebt hier in dieser Hütte. Sie wird sich freuen, dass du ihn gefunden hast. Ja, ganz bestimmt. Auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Ich hab sie in der Bucht gefunden. Ich habe deinen Schal gefunden. Bei Lothars Haus. Beim Netzdang, den du aufgestellt hast. Woher wusstest du das? Nur so eine Ahnung. Vielen Dank, dass du sie bestätigt hast. Du weißt, dass Tjalve mit einem Bein im Grab steht? Wie gut. Der Bastard hätte nie geboren werden sollen. Ich sollte Lothars Braut werden, aber er hat mich für diese Flunder fallen lassen. Das ist seine Strafe. Für ihn und seine ganze verdammte Familie. Du würdest aus Eifersucht ein Kind töten? Meinst du das ernst? Hier geht es nicht um Eifersucht, sondern um Würde. Wir haben 10 Jahre lang zusammengelebt. Ich habe gekocht, seine Wäsche gewaschen, das Bett mit ihm geteilt. Und er verlässt mich ohne ein Wort. Das ganze Dorf hat gelacht. Die dumme Jonna hat sich hintergehen lassen. Ich lasse mich weder hintergehen, noch hab ich's vergessen.
Ich möchte, dass du den Fluch aufhebst. Es ist mir ernst. Also gut. Aber zu meinen Bedingungen. Lothar muss seinem Sohn abschwören und zu mir zurückkehren. Das werde ich ihm sagen. Aber ich denke, wir beide kennen seine Antwort schon. Schwachsinn glauben. Ich habe sie in der Bucht gefunden, ausgenommen wie ein Hering. Die Krabbenkrebse. Stimmt das Gerede über den Eid? Hallo. Und? Weißt du, wer den Nitztang aufgestellt hat? Eine alte Freundin von dir. Jonna. Hätte ich mir denken können. Eifersüchtiges Luder. Gönnt niemandem sein Glück. Und? Wird sie den Fluch aufheben? Ja, schon. Du musst nur deiner Familie abschwören und zu ihr zurückkehren. Nein, niemals. Meine Frau, mein Sohn. Ich würde ihnen die Ehre nehmen, sie in die Armut stürzen. Du musst den Fluch brechen, Hexer. Sie muss sterben. Du verdienst eine Strafe, aber nicht auf diese Art. Gut, ich mach's. Den Göttern sei Dank. Lass die Götter aus dem Spiel. Das ist eine Sache zwischen zwei Menschen. J-O-N-N-A. Möge es schnell und schmerzlos sein. Ein Hexer. Und? Hat's funktioniert? Ja. Dein Sohn wird sich bald erholen. Und Jonna wird sterben. Danke, Hexer. Meinen tausendfachen Dank. Mein Sohn bedeutet mir alles. Ich könnte es nicht ertragen, wenn er tot wäre. Deine Belohnung. Isst du mit uns, bevor du weiterziehst? Nein, mir ist nicht danach. Weiter so, Plätze! Sie werden Balladen über dich singen. Danke, Geralt. Hast du schon mal überlegt? Vielleicht will er auf einem Schiff anheuern. Du kommst von weit her. Gehen wir später in die Taverne, einen heben. Bist du schon vergeben? Bleibst du lange? Hallo. Aber kannst du auch eine Axt führen? Diese Heringe stinken. Keine Verschwörung, sondern Gangrel. Nachdem er bei der Jagd vom Pferd gefallen ist und sich das Bein gebrochen hat. Hast du je auf diesen Quatsch zu wiederholen? So wie sein Vater und Großvater. Ist irgendwie so gekommen. Ja, ich habe keine solche Familientradition. Aber eines weiß ich. Nur tote Fische schwimmen mit der Strömung. Was guckst du denn so?
und nimm dich vor den Banditen in den Hügeln in Acht. Was bringt dich her? Leicht bist du. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Solche wie dich kenne ich. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Heda, Hexer, du suchst nicht zufällig Arbeit? Hör mal, Hexer, wir haben ein Problem mit Muire Diablen, du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei, mein Wort drauf. Rurik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Er hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes. Noch schlimmer. Und die Muire Diablen warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm ist. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt, dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kiera-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Diablen.
die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Schneller! Noch ein Opfer. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Thank you.
Krabben. Das muss das Fanggebiet sein, das Rurik erwähnt hat. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Beckenknochen, ganz zerkratzt, lange, breite Klauenspuren. Mehr ertrunken. Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Fast unberührt, für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Fast unberührt, für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt, hinter den Booten.
Bastard! Was guckst du denn so? Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer, wohlverdient. Danke. Bis dann. Schlechte Schiffe oder schlechtes Wetter gibt es nicht. Nur wertlose Matrosen.
Hände weg von unseren Mädchen sonst. Hilfst du einem Mann in Not? Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich habe nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Hässlich wie ein Seeteufel. Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff seinen Ballast. Boah, ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe in deinen Gedärmen... Vollmar hat recht. Man soll vor dem Raubzug nicht zu viel zu sich nehmen. Danach kann man fressen bis zur Ohnmacht. Ist tot. Was? Und ich sagte ihm auch, geh nicht in den Wald. Warum wollte er das überhaupt? Aber kannst du auch eine Axt sammeln? Oh, er suchte also den Tod. Wir haben keine Zeit für deinen Blödsinn. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist entzweigerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen.
Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kretz. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen. Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Die Hexe, wenn keine Basilisken, Waldschlange oder Rieseln bleiben und deine Kraft aufbauen. Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Seine Klauen geschärft oder nur sein Territorium markiert.
Dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Ein Waldschrat, männlich, sehr alt. Verdammt, hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Waldgeist ist ein Monster. Er ist genauso verwundbar wie du und ich. Er ist viel mehr. Dank ihm wurde der Wald zu einem riesigen Jagdgebiet. Und unsere Frauen gebären starke Babys. Die Macht des Waldgeistes hat uns zu den besten Jägern der Inseln gemacht. Das ist wahr. Nicht jeder Bursche, der hinausgeht, um ein Jäger zu werden, überlebt das heilige Ritual. Aber müssen Hexer nicht ähnliche Opfer bringen? Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn du versuchst, den Waldgeist zu töten, wirst du Unheil über uns bringen. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Bis bald. Fleck auf dem Ärmel, Luca. Du schraubst nicht fest genug. Noch einmal. Schon wieder Haferbrei, Kind. Du könntest doch auch. Du hast dich nur für mich schick gemacht. Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch. Er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge.
Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Festland Katzenköpfe haben, aber du hast nur Katzenaugen. Schon wieder Haferbrei, Kind. Du könntest doch auch Fleisch servieren. Du hast keine Zähne. Ich könnte es wieder. Kommst du immer noch einen Fleck auf dem Ärmel zu hören? Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Verdammt. Ich versuche hier zu helfen und muss mir übers Maul fahren lassen. Oh, Freya. Umfange jede Kreatur in deiner schützenden Umarmung. Himmel, bist du eine Erscheinung von Myrrha? Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herumzureden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen, dann herrscht für immer Frieden. Der Waldschrat hat Hilde markiert. Hilde? Wir müssen sie verbannen, das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Verjagt sie! Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf! Niemals! Du gehst nicht mit ihr? Komisch. Ich dachte, du hättest was für sie übrig. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. Ich hasse dich. Plündern wir mit oder nicht? Weiß nicht. Darf ich dein Schwert halten? Hier beginnt das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann.
jetzt bestraft. Hey, seht euch das an! Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt. Wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. Keine Sorge, unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Es hat sich nichts geändert. Der Waldschrat ist weg, aber im Dorf haust noch immer ein Mörder. Deine Arbeit hier ist erledigt, Hexer. Du hast deinen Teil getan und ich meinen. Und damit willst du im Dorf durchkommen? Die Menschen werden sich beruhigen. Sie werden verstehen, dass die Schuldigen bestraft werden müssen. Hört ihr's? Mein Dorf wird nicht von Angst beherrscht. Es gibt keine Morde mehr. Geht nach Hause. Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde. Hier gibt es keine Monster mehr. Hinein in die Berge. Heilige Busen Freyas. Mach unsere Jungs nicht wütend. Das wollte ich schon immer wissen. Ich sag dir, wenn keine Basilisken, Waldschwarze oder Riesen in der Nähe sind. Himmel, bist du eine Erscheinung von Nörhoff?
Lauf, Blitze! Der Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold, stimmt's? Keine Sorge, ich habe es. Nimm es, du hast es dir redlich verdient. Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur einer ist übrig. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Und Mord wird daran etwas ändern? Du hast deinen Teil getan, dein Gold bekommen. Was willst du noch? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer! Schnappt ihn euch! Ich töte ihn! Es ist eine Art Mutant! Ich hab alles von der Klinge, aber Klingen dürfen dich wohl eher interessieren. Dann zeig mal, was du... Bis dann. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.